Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Mass Effect 2 für die Xbox 360 und im letzten Part haben wir den Overlord DLC begonnen, in dem wir ja eine sehr, sehr wütende VI kennengelernt haben, die sich ein wenig gegen Cerberus gerichtet hat. Ja, das ist ein. Die haben ein Projekt durchgeführt, das ein wenig schief gelaufen ist. Und nun müssen wir noch zwei weitere Sachen deaktivieren. Und wir müssen wieder mit einem Hammer fahren. Jo, laut Auftragslog müssen wir jetzt als nächstes zur Atlas-Station, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Wir schauen uns das gleich nochmal kurz an. Ich weiß gar nicht, ob ich den Hammer überhaupt noch fahren kann. Wir haben ihn ja im Feuergänger-Pack kennengelernt. Liegt hier ein bisschen her, so 3 oder 2 Wochen für mich. Naja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Gut. Dieses Projekt läuft ja schon was länger und bis jetzt haben wir noch alles weg hingekriegt, was wir hinkriegen wollten. So, schauen wir mal kurz ins Tagebuch. Kollektoren aufhalten ist klar. Omega-4-Portal benutzen, yo. Aber wir wollen hier Overlord Atlas-Station. Okay. Das heißt, Sie müssen die Station Vulkan und Prometheus finden und in jeder Anlage die Abriegelung vor Ort aufheben. Welche Sie sich zuerst vornehmen, ist egal. Aber erst wenn Sie sich um beide gekümmert haben, können Sie die Atlas-Station betreten. Und achten Sie auf die Sicherheitsmacs von Cerberus. Die VI hat sie wahrscheinlich alle übernommen. Archer, Ende. Okay, dann gehen wir also doch zuerst zur Vulkanstation. Ästhetisch wertvolle Aussicht in der Nähe hin. Organische Lebensformen möchten sich das möglicherweise ansehen. Entfernung zur Vulkanstation wird angezeigt. Das ist super. Im letzten Part habe ich auch angekündigt, dass wir zuerst zur Vulkanstation gehen. Also von daher, alles top. Alles top. Könnte nicht besser sein. So, wollen wir hier rüber? Ja, das passt, ne? Sieht gut aus. Und die Entfernung wird uns auch immer ganz gut angezeigt. Das ist doch schön. Die Frage ist, wenn man jetzt einen anderen Weg gefahren wäre, hätte er wahrscheinlich die andere Station angezeigt? Oder wie wird das gemacht? Naja, ist mir eigentlich egal. Weil mein Plan geht genau auf. Von daher will ich mich echt nicht beschweren. Schauen wir mal, was wir hier an der Vulkanstation haben. Ist ja jetzt nun tatsächlich echt ein Katzensprung dorthin. Hier liegt auch nicht wirklich was rum. Ich weiß gar nicht, ob wir zwischendurch aussteigen können. Drücken Sie B, um zur Vulkanstation zu gelangen. Ja, machen wir das doch. Autopilot hilft uns. Sehr schön. Mann, Cerberus. Man könnte sich immer wieder über Cerberus aufregen. Die machen nur Scheiße. Tolle Forschungen, die an sich ja ganz gut gedacht sind, aber sie reiten sich immer selber in die Scheiße. Das fing im ersten Mass Effect Teil schon an. Hoffentlich sind wir da bald raus aus dem Laden. So, wen nehmen wir denn mal mit? Ich würde sagen, wir nehmen mal Garrus mit, weil Garrus mag ich eigentlich. Und Kazumi? Warum eigentlich nicht? Komm. Garrus und Kazumi ist bestimmt ein cooles Team. So, mach das mal selber. Und du auch. Wunderbar. Und wir haben keine Punkte. Okay. So, Garrus kriegt kein neues Präzisionsgewehr, weil das nur für die Geth geht. Also nur bei Legion? Oder wie soll ich das verstehen? Ne, oh nee. Och, komm schon. Ach so. Hier spricht Archer. Ich empfehle äußerste Vorsicht. Die Vulkanstation ist unser geothermales Kraftwerk. Kurz nach dem Experiment. Scanne Gebiet. Analyse. VI-Infektion in den Maschinen des Kraftwerks. Empfehle erhöhte Vorsicht. Okay, wir kriegen also keine Information, wo wir hin müssen. Also wenn ich die Taste drücke, passiert nichts. Aber bis jetzt ist es ein relativ linearer Weg. Ui, 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 okay. Okay, schnell rüber. Nein, das war nicht der Plan, Manu. So. Analyse. Ventilationsstationen ermöglichen ausreichende Geschwindigkeit zur Verbesserung der Schwebefunktion des Fahrzeugs. Okay, hier wollen wir hoch, oder was? Zack. So, wir sind oben. Und nu? Hier hoch? Nein, 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 nein. Du musst da schon hoch. Scheinbar nicht so geil.
Okay. Habe ich verstanden. Da wollen wir nicht hin. Au! Ach, hier oben geht's weiter, oder was? Ja, sieht gut aus. Okay, dann nehmen wir doch den Weg. Oh. Und natürlich gibt's hier ein Cerberus-Geschütz, das einfach mal von der VI kontrolliert wird. Wahrscheinlich wird es nicht das letzte gewesen sein. Eieiei. Und da oben ist eine Kamera. Die VI kann uns jederzeit tracken. Ja, ist das jetzt der richtige Weg? Ich weiß nicht. Wie war das denn nochmal? Nein, das war Boost. Ach so, okay, mit Y können wir diese Dinger einsammeln. Okay, Iridium. Na wunderbar. Hat sich immerhin ein wenig gelohnt, hier lang zu fliegen. Dann nehmen wir halt den anderen Weg. Okay, mehr Lava. Scanne Gebiet. Analyse. Trümmerfeld zum Befahren geeignet. Na großartig. Das heißt, wir brauchen jetzt auch noch Präzision mit diesem wunderbaren Gefährt hier. So, komm schon. Okay. Okay, okay, okay. Die Steine gehen sofort unter. Das finde ich nicht so geeignet. Okay. Wunderbar. Jetzt schön hier auf diesem... auf dieses Teil hier. Ach so, okay. Irgendwie sah das gerade eben nicht so aus, als würden wir damit hochkommen. Nicht ausreichend, um Wand auf 12 Uhr zu überwinden. Magst du mal anmachen? Nö? Na toll, und nu? Drücken Sie B, um den Hammer zu verlassen. Aha. Sprich, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir das Teil aktivieren müssen, oder wie soll ich das verstehen? Ja, großartig. Oder es geht jetzt komplett zu Fuß weiter. Kann natürlich auch sein. Ah, finde ich gut. Wir haben uns gesehen. Im Feuergänger-DLC war mir das durchaus ein wenig zu viel, mit diesem Hammer zu fahren. Wenn man jetzt hier so eine... Oh, das ist Kazumi. Wenn man jetzt hier so eine gesunde Mischung daraus gebaut hat, finde ich das eigentlich gar nicht schlecht. Aber vor allem... Druckniveau in Ventil A3 überschreitet Maximalwert. Manuelle Korrektur erforderlich. Ja, dann machen wir das doch mal. So. Vor allem bin ich gespannt, wie lang der DLC gehen wird. So, das war dieses hier. Sehr schön. Und das hatten wir da. Gut. Und die liegen dann auch direkt nebeneinander. Sehr schön. Ging doch! Und nu? Ach so. Jetzt dürfen wir wieder raus in den Hammer und weiter. Gut, habe ich verstanden. Diese Kack-VI erschreckt mich einfach jedes verdammte Mal. Natürlich hat die uns gefunden. Die hat überall Kameras hier und sieht uns ständig. Die ganze Zeit hier langlaufen. Immer. Die weiß immer, wo wir sind. Cerberus, ihr habt es echt geschafft. Hammer. Und... Deinen Bruder hast du auch noch mit da reingezogen, Kollege. Unglaublich. So. Das Teil ist jetzt an. Wunderbar. So, einmal hier. Komm schon. Danke. Gott sei Dank geht dieses Gerät hier dabei nicht kaputt. Beim ständigen gegen die Felsen knallen. Aber es macht auf jeden Fall deutlich mehr Spaß, dieses Gerät, als... das Gerät, was wir noch in Mass Effect 1 zur Verfügung hatten, dieser komische Rover, der hat weder Sinn noch Spaß gemacht, weil die Steuerung einfach unglaublich kacke war. So, was haben wir denn hier? Finden wir hier wieder irgendein Mineral oder was dürfen wir hier abgrasen? Ja, mehr Iridium. Okay. Nehme ich mit, will ich mich nicht beschweren, auch wenn wir eigentlich gar nicht mehr so viel davon brauchen. So, okay. Das nächste Mal überqueren von so einem Lavafluss. Nein, komm, lande. Oh, oh. Warnung, es ist im Allgemeinen sinnvoll, direkten Kontakt mit geschmolzener Lava zu vermeiden. Ach so.
Okay, das hätte ich jetzt echt nicht geahnt, dass... Ja. Leck mich fett. Okay. Gott sei Dank hat das Ding Selbstheilungskräfte. Wo müssen wir denn lang? Wir kommen hier hoch. Kommen wir auch da hoch? Ja. Ach so. Oh ne. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Fuck. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Unser Gerät hat zwar Selbstheilungskräfte, aber nicht totale Überlebenskräfte. Scheiße, das war nicht toll. Warum baut denn Cerberus auf so einen blöden Stein so viele Selbstverteidigungsanlagen? Unfassbar. Wie viel müssen wir denn jetzt nochmal spielen? Wo landen... Ach, komm schon. Immerhin ist das hier schon offen. Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir diesen Stein einfach mal aus. Wir haben ihn jetzt gesehen, aber diese zwei Gegner da drauf sind mir eindeutig zu gefährlich. Das Iridium hier nehme ich gerne mit. Aber mit zwei Gegnern will ich es einfach in diesem Hammer nicht aufnehmen. So, bitte einmal hier das Iridium abbauen. Wahrscheinlich ist da auch nur Iridium. Vielleicht aber auch eine Forschung. Wir gucken mal, oder ich guck mal, ob wir da speichern können. So. Zack. Bleibst du denn wenigstens überirdisch, oder? Nein, du versinkst! Du auch. Kacke. So, und hopp, 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 hopp. Okay. So, das hätten wir geschafft. Jetzt gucken wir mal, ob wir speichern können. Können wir nicht. Können wir nicht. Na gut, wir versuchen das trotzdem noch einmal. Ich meine, wir sind ja schnell wieder hier. Ganz ehrlich. So. Und diesmal waren wir nicht total beschädigt. Jetzt sind wir total beschädigt. Kacke. Okay. Ich würde sagen, wir warten mal kurz die Heilung ab. So. Und gucken mal, in welchem Status die Dinger jetzt hier sind. Kacke, 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 hau ab. Okay. Wenn wir das so machen, schaffen wir das. Weil es bleibt ja beschädigt. So, das erste ist kaputt. Und irgendwas muss ja so gut gesichert sein. Komm, triff es! Nein! Ach, scheiße! Das gibt's doch nicht! Ich hätte mich nach dem ersten nochmal heilen sollen. Okay, jetzt klappt es aber. Verdammt nochmal. Xbox, komm, lad schneller. Ich habe einfach... Kennt ihr das? Ich will das jetzt schaffen. Verdammt nochmal. Unglaublich. Triebwerksgeschwindigkeit nicht ausreichend. Doch. Ja, nee, läuft. Läuft bei dir. Kamera, was machst du hier eigentlich? So. Die Triebwerksgeschwindigkeit reicht aus. Warum sagt die mir das immer wieder? Das ist ein schlecht programmierter Switch, ganz ehrlich. So. Zack, zack, zack. Und du bist kaputt. Ohne mich einmal getroffen zu haben. Warum schaffe ich das da oben bei denen nicht? Weil wir zu wenig Distanz haben, bestimmt. So. Komm, danke. Iridium nehmen wir gerne mit, auch wenn wir es nicht mehr brauchen. Ich weiß nicht. Irgendwas brauchen wir noch. Element Zero auf jeden Fall. So. Hopp. Und jetzt einen großen Sprung. Bleib da oben, genau. Hopp.
Und Abschluss. Sehr schön. Immerhin etwas klappt. So, wo würde es denn theoretisch hier hingehen? Nirgendwo hin. Ach, doch, da. Oh. Ja, gut. Versuchen wir das mal. Hier ist irgendwas ganz total versteckt. Gucken wir mal. Wahrscheinlich ist es auch nur Iridium, aber... Jo. Witzig. Wenn man jetzt von hier feuern könnte, das wäre ja großartig. Aber nein, wir müssen hier diese blöde Stufe hochgehen. Und dann versuchen wir das mal hier ganz links. Okay, das erste Teil ist im Arsch. So. Wir warten mal kurz darauf ab, dass wir wieder heile sind. So, jetzt sollten wir wieder heile sein. Und wollen dieses Geschütz hier zerstören. Sehr schön. Geht doch. So, wenn du jetzt mir hier nichts Gutes gibst, ne? Dann rast dich aus. Ich raste aus. Naja, immerhin sind es 800 Iridium. Ich will ja nichts sagen. Eieieiei. Gott, ist das ätzend. So, ich schätze mal, dass wir dort hinten hin müssen. So. Komm, komm, komm. Einmal gegen den Strom. Sehr schön. Und hier. Und dann nach hier. Und jetzt hier rüber. Und nach da vorne. Jetzt haben die hier natürlich auch noch die Steine aufgehäuft, sodass wir hier nicht direkt an Land können, sondern wirklich tatsächlich hier hinspringen müssen. So, sehr schön. Und nu? Verlassen wir den Hammer. Okay. Schön, dass man direkt sieht, wo die Türen sind. Nicht. Okay, gut. Was haben wir hier? Ein Hammer. Den haben wir hier geparkt. Okay, gut. Und da ist wieder meine Kamera, damit die VI uns auch immer schön beobachten kann. Top. Top, die Watte quillt. So, und hier haben wir bestimmt Gegner hinter, oder? Explosiver Container. Bom. Huch. Ja, ja, machen wir. Läuft schon. Dann korrigieren wir halt den Druckcontainer. Ja. Ui. Kannst du mal aufhören? Da war auf jeden Fall gerade noch was. Sind nicht die einzigen Max. Da ist noch was. Okay. Angriffsdrohne. Wo müssen wir eigentlich hin? Ach, da hinten. Ah! Diese Angriffsdrohnen tun zwar nicht sonderlich weh, aber dafür sind es viele. Die halten nicht viel aus. So, das wollte ich sagen. Nein! War's das? Ja, sieht gut aus. Okay. Wo mischen wir denn lang? Hier? Hier rüber? Nein? Hier rüber, okay. Gut, danke fürs Lenkenspiel. Dann gehen wir mal hier hoch. Eieieiei. Voll im Reaktor hier, ne? So, einmal da hochspringen. Wunderbar. Hier liegt irgendwas. Ach, ist nur Munition. Toll. Unnötige Schritte. Ja, wobei. Munition ist schon wichtig. So, wir müssen da lang. Dann gehen wir hier rein. Ganz einfache Logik. Kennt ihr das? Ah, ich muss da lang. Also geh ich dahin. Naja. Wir wollen ja 100% machen und dann brauchen wir uns einen Forschungslog. Drecksvieh. Lass doch sowas sein, echt. Das ist doch hier kein
Dead Space, das ist Mass Effect, das ist ein Rollenspiel. Da muss man sich nicht bei erschrecken. Loki-Mech. Na, solange es kein Fenris ist. Aber das finde ich witzig, dass sie die ganzen Mechs nach nordischen Göttern, Halbgöttern und sonst was nennen. Kacke. Komm, lade dich wieder auf. Perfekt. So. Uiuiui. Nein, da ist ein Ymir. Da ist ein Ymir. Zack. Und Einigkeit, bitte. So. Fuck, 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 fuck. Versteck dich. Nee, wir brauchen erstmal die Locust, um den Locust, um die Kampfdrohne zu zerstören. So, jetzt möchte ich bitte den Raketenwerfer benutzen, um den Ymir-Mech zu zerstören. Komm schon. Fuck. Weg, 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 weg. So, und Einigkeit bitte. Jetzt verballern wir mal hier richtig Medigel. Ohne Scheiß. So, wo bist du denn, Ymir-Mech? Da. Down. Sehr schön. So, und Garrus geht's auch gut. Sehr schön. Okay. Geht's hier weiter? Sieht so ein bisschen aus wie die Nebelwände aus Dark Souls. Okay, gut. Umgehen wir diese Tür. Ja. Nummer 1. Was haben wir hier noch? Das ist gut. Und dann nehmen wir diesen hier. Und nach da oben. Perfekt. Klappt doch alles wie am Schnürchen, ne? So fast. Cool. Empfangen Sie mich? Kommando Shepard, hier ist Dr. Archer. Bitte antworten Sie. Ich höre Sie, Doktor. Wir sind in der Vulkanstation fertig und gehen nun weiter. Shepard, Ende. Das war eine coole Aktion, Shepard. Missionszusammenfassung. Deaktivierungsbefehl von der Vulkanstation erfolgreich ausgelöst. 250 Erfahrung, 5250 Credits, 2000 Iridium. Perfekt. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Cut und machen die andere Station im nächsten Part. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß dabei. Wenn ja, gebt doch bitte einen Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Bis zum nächsten Mal sage ich Keep Gaming. Und nach Abschluss dieser kleinen Zwischensequenz dann auch. Na? Ciao! Commander, das war eine tollkühne Glanzleistung. Die Vulkanstation war ein Erfolg. Sie müssen immer noch zur Prometheus-Station und die Abriegelung von dort aus aufheben.